Willkommen zurück bei Projekt Heimat schaffen. Heute mit Michael und mit dem habe ich heute auch was vor, wo ich noch nicht weiß, wie ich es jetzt genau mache. Und er ist gerade begeistert am Seilspringen. Und er möchte sehr viel lernen. Den Gefallen tun wir ihm. Er hat eine Laufbahnfamilie. Ich muss bloß jedes Mal wieder gucken. 6 Kinder unter die Haube bringen. Genau, damit hat es nämlich zu tun, was wir heute mit ihm vorhaben. Und ja, wir haben für ihn eigentlich noch keinen eigentlich noch keinen Partner. Aber da steht der Schneemann. Da steht der Schneemann. Nein, wir haben eigentlich noch keinen Partner für ihn. Aber ich dachte mir, Michael, du bist doch bestimmt jemand, der sich einfach nur okay, der sich über ein Kind freuen würde. Also der tatsächlich, spül mal hier bitte ab, der sich tatsächlich dazu entschließen würde, auch alleine ein Kind zu adoptieren. So könnte ich mir jetzt Michael vom Charakter her vorstellen, genauso wie er die kleine Mimi adoptiert hat. Und darum gucken wir mal, ob wir ihn heute dazu bringen können. Oder nicht. Ich schaue gerade, was hat er für einen Job. Und er muss definitiv Seil springen. Weil er braucht das. Er braucht viel körperliche Fitness. Und er muss heute auch arbeiten gehen. Was lernst du? Du schreibst Tagebuch. Du könntest stattdessen noch mehr Okay, du lernst gar nichts mehr. Du bist hoffentlich jetzt soweit. Snack knabbern, Chips, hört sich gut an. Hey Anne-Marie. Und dann hat er zumindest weniger Hunger, wenn er jetzt gleich zur Arbeit geht. Und dann hoffen wir mal, Polizeianwärter. Wir hoffen einfach mal, dass er ja aufsteigt. Und dass wir noch ein bisschen Geld für ihn uns organisieren können. Könnte ihm ja noch das hier, eine Nebenlaufbahn, die kriegt der Omas Suppe. Bedürfnisse sinken langsamer, es wäre auch cool. Oh mein Gott! Okay, das ist blöd. Obwohl, nee, wir kriegen mehr Urlaub. Ich möchte ihn noch. Wissen, Romantik, Spaß, Ruhm. Heureka. Ich glaube, wir nehmen für ihn noch das hier mit, was bringt. Oh. Gut, aber ich möchte ihn hier zum kleinen Genie machen. Gut, das brauchen wir momentan noch nicht.
Aber wir könnten das hier und das hier gebrauchen. Das hier. Obwohl das hier, welches nehmen wir? Okay, ja. Ich hoffe ja eigentlich, dass wir das nicht brauchen. Was war das? Wir können schneller lernen. Das wäre natürlich. Nehmen wir erst das hier. Und jetzt gucke ich gerade hier. Wo werden mir diese neben. Alles klar, so wird mir das da angezeigt. Du bist gerade, glaube ich, auf Arbeit. Er wird sch kann schneller lernen, er kann schneller. Du gehst jetzt erstmal schlafen. Yes! Dann kannst du zum Mittagessen. Hawaii Toast hört sich doch gut an. Und du musst Logik lernen. Ha, wie kann man Logik lernen? Paarberatung? Logik lernen. Er lernt ja theoretisch schneller und ich brauche eine sichere. Ich bin falsch rein. Ich brauche eine Sicherheit für meinen. Oh ja. Spaß 10, Spaß 4. Gut, nehmen wir das. Das reicht für den Anfang auf jeden Fall. Sehr schön. Durchsehen. Wir sollten vielleicht warten, bis es Nacht ist dabei. Könntest du aufräumen? Und ja, jetzt können wir in die Sterne gucken. Ja, da brennt schon wieder ein Baum. Dann könnten wir baden gehen und dann das hier und das hier. Und könntest du dich mal beeilen? Da. Deine Warteschlange ist schon wieder voll. Oh, er hat nicht wirklich Hunger. Das ist natürlich. Oh, er würde eigentlich gerne in die Berge fahren. Ich möchte trotzdem, dass du in die Sterne guckst, auch wenn Scheiß. Oh. Auch wenn Scheiß. Nein, das wollte ich nicht. Jetzt müsste es doch funktionieren, oder? In die Sterne gucken? Ja, du guckst wahrscheinlich gerade die Hauswand an. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann möchte ich, dass du Springseil machst. Dann das aufräumst. Das aufräumst. Dann Frühstück Pfannkuchen machst. Mimi füttern. Das weiter zubereiten. Stopp, warum kannst du das nicht weiter zu. Oh. Wegen der Kaffeemaschine. Dann trink doch wenigstens Kaffee und ich organisiere dir dabei. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Ich muss das anders da machen. Ich muss. Habe ich hier. Kücheninsel, genau. Das habe ich nämlich gelernt.
Obwohl ich könnte ja theoretisch. Pass auf. Ich baue kurz um. So, den Kühlschrank können wir ja lassen. Das kommt weg. Das kommt weg. Das, den wollte ich gar nicht bewegen. Ich wollte das hier weg. Bäh. Weg, weg. Und mein Computer macht komische Sachen. Hierhin. Ich meine, es passt immer noch gut rein. Also kann man es auch so lassen. Ich glaube, es passt gut rein. So. Und jetzt kannst du auch kochen. Und dann kannst du, was willst du? Du willst Sport machen, dann mach Sport. Und dann kannst du was essen. Sehr schön. Reste weglegen. Oh, warte. Ja, genau, Reste weglegen. Oh, und es ist Herbst geworden. So, du könntest dich. Oh, nee, könntest du nicht. Du könntest arbeiten gehen. Entspannen, ja, genau. Du musst gleich zur Arbeit. Und er hat keine Talente, aber. Du sollst jetzt bitte nicht schlafen. Michael! Aber wir sind noch gut mit dabei. So, und ich überlege gerade, wie ich das jetzt mache, dass ich hier ein kleines Kinderzimmer mit reinbekomme. Ich meine, die erste Zeit kann ich es klar damit reinstellen. Aber jetzt dachte ich mir gerade, ich werde ja ein Kinderzimmer brauchen. Das ist sowieso etwas. Schade, dass die Zeit nicht weiterläuft, wenn ich das jetzt so mache. Ich werde aber wahrscheinlich kein Baby, ist glaube ich das Jüngste, was man nehmen kann. Ich werde schon so ein Kleinkind oder so nehmen, das. Aber ich brauche halt dann auch das Geld für die Nanny. Geh du erstmal pennen. Yes! Wow! Wir sind gleich weiter aufgestiegen. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Danach gehen wir baden. Ah, du stinkst. Und wenn wir baden waren, dann machen wir Sport. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann machen wir Sport und dann steigen wir hoffentlich nochmal auf. Ich habe noch zu viele Zeitungen, ja, weil ich die Zeitungen nicht lese. Springseil, leicht. Und dann guck mal durchs Teleskop. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ja, du wirst ein Superman. Superman. Superman, genau. Aber, wieso machst du eigentlich da drin Sport? Kann ich dich auch joggen schicken? Nee, will ich nicht. Ich soll Sport machen. Oh, ich habe Rechnungen, die nicht gezahlt wurden. Alle Rechnungen bezahlen. Natascha! Egal. So. Hey Silver. Begrüßen. Handschlag. Sehr schön. Was hast du eigentlich für Klamotten an? Egal, Springseil leicht.
Komm, 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 komm. Du musst Superman werden. Springseil. Was hast du? Ich sehe das Problem nicht. Warum er das immer wieder abbricht. Bastelarbeiten. Ich möchte gerne, dass du Springseil machst. Dass du weiter aufsteigst. Oh, endlich. Ich weiß. Sieht so doof aus, dieser Mantel. Gut. Kannst auch begrüßen. Handschlag. Dann kannst du theoretisch hatte ich doch noch Reste nehmen. Genau, das möchte ich, dass du rausstellst. Jetzt würde ich gern eines noch wissen, und zwar, ich habe schon wieder einen. Geschäftssinn. Das machen wir mal so. Ach, die essen alle so furchtbar. Kann man denen Manieren beibringen? Er geht baden. Es ist Sonntag. Man muss ja morgen wieder arbeiten um 9 Uhr. Alles klar. Das sind ja glatt normale Arbeitszeiten. So. Dann nimm noch einen Teller, damit du satt bist. Dann erklär mir doch bitte, warum zur Hölle du keinen Sport machen möchtest. Und wir sind eh schon auf dem Weg zum Winter beim Michael. Sieht man mal, wie klein die Welt doch ist. Ich habe. Oh mein Gott. Hat der mir gerade geholfen, dass ich mehr Geld bekomme? Also, dass ich. Das könnte interessant werden. Wenn man die richtigen Leute kennt, ist das schon gut. Auch bei Sims. Ja, gut, das wird schon, denke ich. Computer. Ah, ich bräuchte ein kleines Kinderzimmer. Oh, lass du den Kopf nicht so hängen. Nein, will ich nicht. Ich wollte eigentlich in die Sterne gucken. Sehr cool, ich habe einen unbekannten Stern entdeckt. Michael, die Dinge stehen gut. Tod entrinnen. Ich hoffe, so weit kommen wir erst gar nicht. Schwimmen könnte auch helfen. Ein Logikpunkt.
So, ich könnte aber wieder. Er ist ja jetzt beschäftigt fürs Erste und er könnte 2 Stunden schlafen gehen. So, ja. Ja, sehr schön. Du könntest jetzt schlafen gehen, in Schlafanzug. Und noch einen Stern entdeckt. Boah, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Oh, ihr beiden, einer von euch beiden stinkt. Und es wird kalt draußen. Es hat zu schneien begonnen. Oh, und dann erstmal aufräumen. Auch bitte, Kotrugi. Geh dich duschen. Danke. Dann frühstücken wir einfach Müsli. Und dann, glaube ich, müssen wir sowieso zur Arbeit. Yay! Allerdings haben wir das, was ich wollte, noch nicht geschafft. Aber ich meine, wir sind auf einem guten Weg, dass Michael beim nächsten Mal dann ein Kindchen adoptieren darf. Sobald ich herausgefunden habe, wie ich ihm noch ein Kinderzimmer in sein Haus reinpuzzle. Denn da wird er vorerst mal noch bleiben. Hagelschauer zusehen. Okay. Gut, aufhören, aufhören. Und er geht arbeiten. Sehr schön. Warten wir das noch kurz ab und dann kann er noch kurz baden gehen. Ja, bitte abspülen. Bitte, bitte abspülen. Das ist furchtbar. Und es ist alles weiß. Das hackelt tatsächlich immer noch so ein bisschen und da drüben, das sieht lustig aus. Da ist nämlich das gesamte Wasser jetzt weg. Oh mein Gott. Oliver. Oh, ich habe einfach ein bisschen mehr Geld bekommen. Geschenk geben. Wem willst du ein Geschenk geben? Mit wem hast du so gute. Mit dem Kind da? Stimmt ja, du verstehst dich mit dem Kind da sehr gut. Und dann schicken wir ihn noch ein bisschen in die Kälte raus, weil es so lustig ist. Aber wir werden das Ganze auch jetzt so allmählich beenden, ne? Und dann habe ich beim nächsten Mal hoffentlich die Lösung, dass Michael ein Kind bekommt. Yay! Guck mal, wer überhaupt der Erste ist, der ein Kind bekommt. Das wird nämlich die interessante Sache. Und ja, ich würde. Okay. Ihr habt einen steinigen Weg betreten und eine alte Macht hat euer Flehen erhört. Doch wählt euren Weg mit Bedacht. Wunderlampe gefunden. Okay, eine Sekunde. Ich habe eine Wunderlampe gefunden. Okay, keine Ahnung. Das ist mir noch nie zuvor passiert. Wir beenden das jetzt und. Was machst du, Michael? Ja, wir werden sehen, wo uns die Wunderlampe schlussendlich auch hinbringt.
Da ist zumindest ein bisschen Spannung drin. Hoffen wir, dass alles gut geht. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ciao!